Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz. Nach dem DL2-Hauptrundenspiel zwischen den Bietigheim Steelers und den Heilbronner Falken. Endstand 6:2 vor 4.517 Zuschauern. Die E-Trans Arena dadurch ausverkauft. Hier vorne bei mir die beiden Trainer, Igor Pavlov, Coach und zwei Gäste, und Kevin Godet, unser Trainer. Herr Pavlov, Ihnen gehört das erste Wort. Wie sahen Sie die Partie? Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, heute war ziemlich Dominanz gesehen von Bietigheim bisher. Also auf jeden Fall, wir haben das gewusst, es ist eine schnelle Mannschaft, es ist eine, sag ich, Mannschaft, welche auch Punkte braucht, für also Saisonziel zu erreichen. Und wir haben natürlich versucht, so gut wie es überhaupt möglich, den defensiv zu spielen. Aber die Qualität, also die Spielerqualität, die man kann, das ist etwas besser. Und spielerische Dinge, welche haben wir heute auf dem Eis gesehen von Seite Bietigheim, waren natürlich hervorragend. Gute, schnelle Passspiel, gute, überraschende Schüsse aufs Tor. Und ja, klarer Sieg für Bietigheim. Die ersten 40 Minuten, wir waren noch mit Kraft, wir waren noch, also mit Glück dabei, aber dann immer wieder grobe Fehler, immer wieder Scheibenverluste, immer wieder Zweikampfverluste. Also so könntest du nicht gegen Bietigheim gewinnen. Also gratuliere, also ein deutlicher Sieg für Bietigheim. Danke. Ja, vielen Dank für das Statement. Kevin, herzlichen Glückwunsch zum Derby-Sieg. Wie geht es dir nach dem Spiel? Ja, schönen guten Abend. Wegen die letzte Niederlage hier gegen Heilbronn mit 4.500 Zuschauern, natürlich die 5-2, war sehr hart für uns. Diese Derbys überall in Deutschland sind hart. Die meisten geht mit einem Tor. Und ich denke, was er halt gesagt hat, wir haben die mehrere Chancen, aber sie waren noch dabei. You know, das war 3-2, wir haben in Unterzahl gegangen, in letzter Drittel. Es könnte 3-3 gewesen, obwohl wir haben viel mehr Torchancen gehabt. Und das ist genau, was ein Derby ist. Am Ende, die Jungs haben alles gemacht und getan, dass wir haben endlich diesen Sieg gehabt zu Hause. Das ist auch eine tolle Kulisse mit 4.500 Zuschauern. Von unserer Seite natürlich kann man nicht ein besseres Spiel machen. Dankeschön. Ja, danke Kevin. Gibt es Fragen von den anwesenden Medienvertretern? Das ist nicht der Fall. Ja, für uns geht es am Samstag weiter. Wir sind zu Gast bei den Eispiraten in Krimmitschau. Am Montag dann das nächste Heimspiel hier in der EGTRANS Arena. 19.30 Uhr empfangen wir die Roten Teufel aus Bad Nauheim zum letzten Spiel des Jahres 2013. Ich wünsche uns allen hier einen schönen Abend, unseren Gästen eine kurze, aber gute Nachhausereise. Viel Erfolg in den nächsten Spielen und wir sehen uns nächsten Montag wieder hier in der EGTRANS Arena. Dankeschön. Also.